Hi, heute möchte ich euch zeigen, wie man Chengdu auf einem Software RAID 1 installiert. Für die anderen RAIDs, also 0, 5, 6 und 1.0, ist das Ganze natürlich sehr ähnlich und kann dementsprechend hierfür auch verwendet werden. Ich werde hierbei nicht die ganze Installation zeigen, sondern nur die Abweichungen, die von einer normalen Installation zu machen sind, da ich ja für die normale Installation schon mal ein paar Videos gemacht habe, die ihr euch dazu angucken könnt. Habe hierbei schon mal von der Live-CD gebootet und bin über SSH da drauf. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier zwei Festplatten, über die ich einen Software RAID 1 legen werde. Zum einen einmal mit einer MS-DOS-Partition und einmal mit einer GPT-Partition. Für das MS-DOS werde ich das Programm FDisk benutzen. Und für GBT werde ich Parted benutzen, da das für mich zumindest am besten funktioniert. Es gibt natürlich viele Wege, das zu machen. Zum einen das RAID erstellen, zum anderen die Partitionierung der Platten jeweils. Aber das ist der Weg, wie ich das tue. Fangen wir mal an. Die meiste Arbeit ist natürlich die Vorbereitung der Festplatten, das Erstellen des RAIDs. Dazu zum einen mit FDisk als Parameter die Festplatte, also in dem Fall SDA. Okay, das war die falsche, will ich für Parted, für GBT benutzen. Habe schon mal ein bisschen was vorbereitet natürlich. Gut, FDisk mit DevSDB. Dann machen wir als allererstes eine neue Partition. Da wählen wir eine Primary aus. Sie können natürlich eine Extended auch machen, aber reicht vollkommen eine Primary. Okay, ich muss die alte erst deleten. Gut, jetzt haben wir die deleted. Also, wie gesagt, Primary. Wir nehmen die erste, weil ich das RAID werde ich über die ganze Platte machen, also eine Partition über die ganze Platte und die zwei Partitionen dann zu einem RAID zusammenschließen, zu einem RAID 1. Daher einfach durchentern und dann haben wir eine Partition erstellt über die ganze Platte hinweg. Hier müssen wir jetzt noch den Type der Partition ändern, um dem Kernel zu sagen, dass darauf ein RAID ist, welches er beim Booten automatisch selbst erkennen soll. Hierfür drücken wir T, das ändert den Type der Partition. Und der Type, den man hier eingeben muss, ist FD. Das steht für RAID Auto Detection. Steht dann hier auch Linux RAID Auto Detect. Damit ist die erste Platte auch schon fertig. Können wir also mit Write verlassen. Dadurch werden die Einstellungen gespeichert, auf die Platte geschrieben und dann das Programm verlassen. Und dann haben wir noch Parted für SDA. Hierbei werden wir also die Festplatte SDA mit Parted als GBT formatieren. Ihr seht, es noch nichts drauf, da habe ich das wieder gelöscht, glücklicherweise. Dementsprechend machen wir hier einfach ein MK-Label erstmal, GBT. Damit wird quasi eine GBT-Partition-Table erstellt. Wir wollen alles löschen auf der Platte, also vorerst sicherstellen, dass da nichts mehr Wichtiges drauf ist. Und dann erstellen wir eine neue Partition mit mkpart. Ihr könnt dann natürlich Parameter angeben oder einfach ohne Parameter aufrufen, dann werdet ihr nach diesen gefragt. Einmal der Name, da könnt ihr euch ausdenken, was auch immer ihr möchtet. Als Filesystem werden wir hier ext4 benutzen. Start bei 0, also am Anfang. Und Ende in MB ist Standard, also wenn ihr keine Einheit hinten dran angebt, dann sind das MB und über die ganze Platte wären das 8590. Dieses Warning können wir ignorieren, weil natürlich eine Partition über die komplette Festplatte nicht besonders performant ist, da will er hier darauf hinweisen, ist aber nicht weiter tragisch. So, jetzt sehen wir hier, haben wir die Platte, die auch hier müssen wir ein Flag setzen. Ähnlich dem RAID Auto Detect
dem Type-Änderung der Partition bei fdisk müssen wir hier ein Flag setzen. Das geschieht über den Befehl set. Als ersten Parameter nehmt ihr hier die Nummer der Partition, um die es sich dreht. Dann den Namen des Flags. Bei gbt heißt dieser RAID. Und den setzen wir auf on. Und dann sieht man, ist hier hinten das Flag RAID gesetzt. Gut. Mit Q verlässt man das Programm. Hier braucht man kein write machen, weil Parted alle Änderungen, die man macht, sofort schreibt. Also nicht vorhält wie bei fdisk und dann erst bei am Ende alles schreibt auf einmal. Da wird sofort alles geschrieben. Damit sind die zwei Festplatten vorbereitet. Jetzt müssen wir mit dem Tool mdadm das RAID erstellen. Das ist auf der Live-CD drauf, muss man also nicht installieren. Und das ist die Minimal-CD, sprich das sollte eigentlich auf sämtlichen Versionen von Gendu Live-CDs, die man runterladen kann, eigentlich drauf sein. Dazu geben wir den Befehl --create. Dann geben wir den Namen an, den wir wollen, also welches Device das sein soll. Wenn ihr natürlich schon mehrere RAIDs habt, müsst ihr da hinten natürlich die Zahl anpassen, so dass das passt. Ich habe hier noch keine RAIDs, also einfach def mdo0. --level. Ich will ja ein RAID 1 erstellen, also gebe ich hier --level 1 ein. Dann muss ich ihm sagen, wie viel RAID Devices ich dann habe. Devices habe ich 2. Ein ganz normales, stinknormales RAID 1 hat im Fall 2 Devices. Und dann muss ich hier hinten noch die Partitionen angeben. Das wäre zum einen mal ja defsd1, was wir angelegt haben, und defsdb1, was wir angelegt haben. Und dann sollte man noch --metadata angeben, ist gleich 0,90. Das sind die quasi die Metadaten des RAIDs, und mit der Version 0.90 hat man am wenigsten Probleme, wenn man das beim Booten als Bootpartition benutzt. Ich weiß nicht, ob der Kernel mittlerweile mit 1.x zurechtkommt, ob er das auch kann und wie das mit den Bootloadern, die müssen nämlich ebenfalls damit zurechtkommen. Dementsprechend am besten hier hinten einfach --metadata gleich 0,9 angeben, dann wird es mit den alten Metadaten geschrieben. Ich hatte gerade noch ein kleines Problem, weil nachdem ich die Partitionen wieder erstellt habe, hat der Linux-Kernel die automatisch wieder erkannt und das alte RAID, das ich vorhin schon mal zum Probieren erstellt hatte, direkt wieder gestartet, und dementsprechend konnte er natürlich jetzt kein neues RAID drüber ballern. Mit diesem Befehl wird der, wie gesagt, dann der das RAID created, also erstellt. Und wie gesagt, das hier am besten, um Stress zu vermeiden, mit angeben. Ich weiß auch nicht, was für Vorteile neuere Metadaten haben. Irgendwelche Vorteile werden sie wohl haben, sonst wird sie ja keiner entwickeln. Aber ich weiß keinen davon. Jetzt informiert er mich darüber, dass natürlich mdadm schon mal ein paar RAIDs gefunden hat. Frühere. Diese Meldung sollte dementsprechend bei euch eigentlich nicht kommen. Ich sage natürlich ja, ich möchte das alte RAID löschen. Da war natürlich nichts Gescheites drauf. Jetzt müsst ihr warten, bis das RAID gestartet ist, also bis es fertig erstellt ist. Das könnt ihr in der Datei procmdstat nachgucken. Die könnt ihr einfach cutten oder tail-f. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Dann können wir direkt mal testen. Nee. Gut, wie gesagt, da müsst ihr dann warten, bis das fertig ist. Hier seht ihr den Prozentanteil, wie lange es noch in etwa dauern wird. Daher, dass die Platte sehr klein sind, also alle beide 8 Gig, um genau zu sein, und nichts drauf ist, geht das Ganze relativ schnell. So, damit ist das dann fertig. Damit ist dann euer RAID MD0 gestartet. Das Ganze müsst ihr dann natürlich formatieren noch, so wie bei einer normalen Partition auch. Im Normalfall macht ihr das ja mit X4, aber wie auch immer, mit was auch immer ihr das machen wollt. Dann wird das formatiert und damit ist das RAID fertig. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Abweichungen,
die ich euch an einem bereits bestehenden System zeigen möchte. Das zeige ich bei meinem Server. Das ist schon mal ein bisschen vorbereitet. In der Datei, wenn ihr die Datei edcfsdub beim Installieren dann anpassen müsst, müsst ihr natürlich aufpassen, dass hier euer entsprechendes devmd, was auch immer ihr, welche auch immer ihr Zahl ihr benutzt habt, dass die als richtigen Mountpoint hier drin steht. Und natürlich, dass im Kernel müssen ein paar Optionen drin sein, die ich euch kurz zeige. Das wäre unter Device Drivers, Multiple Devices, Driver Support, RAID und LVM. Und hier muss natürlich RAID Support an sein, Auto Detect RAID Arrays during Kernel Boot. Und natürlich die entsprechenden Module entweder einkompiliert oder als Modul für die RAIDs, die ihr benutzt. Also wenn ihr 0 und 1 benutzt, braucht ihr beides. Wenn ihr RAID 10 benutzt, braucht ihr dieses hier und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann entweder einkompilieren als Modul oder halt direkt im Kernel. Nein. Wenn ihr das Ganze natürlich als Modul gemacht habt, müsst ihr in der etc confd modules hier natürlich das entsprechende Modul eintragen. Das ist RAID 0, so heißen die Module. Moment. Also die heißen entweder RAID 0, RAID 1, RAID 10 oder für 4, 5 und 6 heißt das Modul 4, 5, 6. Das ist für alle drei RAIDs, RAID-Typen. Dann geht es natürlich noch beim Bootloader, müsst ihr das natürlich noch entsprechend angeben als Root Target Boot Grub Manual.lst, steht da schon was drin? Ja. Hier müsst ihr natürlich dann als Root-Target nicht die entsprechende Partition angeben, sondern das RAID. Oder für Grub 2. Dann müsst ihr das natürlich in den entsprechenden Konfigurationsfiles anpassen. Das war Grub D40 Custom. So sähe dann das Entry aus und natürlich hier auch wieder, das ist eigentlich ein Standard-Menüeintrag für Grub 2 und natürlich auch hier wieder anstatt einer Partition MD und die entsprechende Zahl, also euer RAID halt, das ihr als Root gekennzeichnet habt, haben wollt. Ja, daher das YouTube meine Videos, die ich mit dieser Überblende und dem standardisierten Ende meines Videos für kommerzialisierte Videos nicht annimmt, weiß nicht warum, muss ich das jetzt jedes Mal so sagen. Also wenn euch das Video gefallen hat, zum einen den Like, also den Daumen hoch Button drücken, dadurch komme ich in der Suchfunktion weiter hoch und es wäre sehr nett, wenn ihr meine Videos guckt, keine Adblocker benutzen würdet, weil ich an der Werbung, die YouTube da schaltet, beteiligt werde. Vielen Dank. Ja, und natürlich, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was ich als nächstes tun könnte oder sollte, dann schreibt mir doch einfach.